Und schon wieder sind wir mit einem Immo-Webinar bei Ihnen. Herzlich willkommen. Die zweite Ausgabe ist es heute. Wir hatten schon eines. Wenn Sie das versäumt haben, können Sie das im Archiv nachschauen. Genauso wie die erste Ausgabe zum Thema PropTech, die wir schon hatten. Heute die zweite zu dem Thema und wir werden uns ganz konzentrieren auf einen Aspekt, nämlich auf die Visualisierung von Objekten. Einerseits für die Vermarktung natürlich speziell relevant, aber wir gehen bis hin zum Metaverse und was das dort bedeutet. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wie immer können Sie auch Fragen stellen. Wir sammeln die Ende der Präsentationen des Vortrags, werden wir sie beantworten. Wir haben auch ein paar virtuelle Rundgänge heute mit eingeplant. Es wird also ganz spannend. Ich darf meine Studiogäste begrüßen. Es ist zum einen Magister Sabina Belofa. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Zum zweiten Mal hier, eben auch schon bei der ersten PropTech-Ausgabe da. Genau. Und Christoph Schwabe von Kreisbildfotografen aus Mödling ist zu uns gekommen. Sie werden uns virtuell ein bisschen herumführen. Genau so ist es. Dankeschön für die Einladung. Sehr gerne. Danke an den Fachverband der Immobilien- und Vermögensstreuhänder, der dieses Immo-Webinar initiiert hat und auch möglich macht. Das muss man auch einmal dazu gesagt haben. Wir haben eine Vielfalt an Themen und eben auch sehr innovative Dinge neben Rechts- und Steuerupdates. Heute wieder PropTechs. Und zwar gibt es diesen PropTech-Guide. Das ist jetzt die zweite Ausgabe oder... Genau, und die spezialisiert sich auch auf das Thema Vermarktung, Visualisierung. Genau, ist das richtig? Ja. Ich übergebe gleich das Wort in dem Sinn. Super. Bitte schön. Danke fürs Entrieren. Wir beschäftigen uns heute in der zweiten Ausgabe des PropTech Guides mit dem Thema Visualisierung und Metaverse. Mittlerweile ist die Visualisierung ja ein Fixpunkt in der modernen Immobilienverwaltung. Und das Thema Metaverse taucht auch immer wieder auf. Keiner weiß so genau, was sich dahinter versteckt. Und wir werden uns das einmal näher anschauen. Zunächst einmal darf ich noch einmal das Format des PropTech Guides erklären. Wir haben heute die zweite Ausgabe des PropTech Guides. Es gibt dazu ein White Paper, das Sie auf der WKO-Seite downloaden können. Und das Webinar ist immer die interaktive Ausgabe dazu. Das Thema ist immer ein aktuelles Thema aus dem PropTech, Property Technology Bereich. Und es werden verschiedene Themenschwerpunkte beleuchtet. Und das Ziel ist einfach, einen Marktüberblick zu geben bzw. Informationen und eine Chancen aufzuzeigen, die man als Immobilienmakler beispielsweise hat, um neue Dinge anzusehen. Was ist PropTech? Was heißt PropTech? Ich habe das ja schon das letzte Mal gesagt, aber ich denke, es ist ganz hilfreich, wenn man es jetzt noch einmal wiederholt. Property Technology kommt aus dem Englischen und bezeichnet im Prinzip die digitale Technologie bzw. die digitalen Dienstleistungen rund um dieses Thema in der Immobilien- und Bauwirtschaft. PropTechs sind sogenannte kleinere Firmen oder Startups, die einen technologiebasierten Ansatz fahren und die sich diesem Thema gewidmet haben. Ab und zu sind diese PropTechs nicht mehr Startups, weil sie schon älter sind und einem Lebenszyklus angehören, der schon jenseits der 4, 5, 6 Jahre alt ist. Auf der rechten Seite sehen Sie, welche Stationen es gibt im Property Technology Lifecycle eines Unternehmens. Und manche Unternehmen, wie gesagt, sind dann schon älter, gehören aber dennoch dieser Technologie an. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Visualisierung. Bekanntlich geht ja gar nichts mehr ohne das Thema Visualisierung. Und die Visualisierung ist praktisch zum Fixpunkt geworden in der Immobilienvermarktung, in der modernen Immobilienvermarktung. Wenn wir uns ein paar Zahlen anschauen, dann kann man sagen, dass das, was visuell aufgenommen wird, wesentlich schneller verarbeitet wird. Es sind genau 83% der Informationen, die mit den Augen aufgenommen werden und wahnsinnig schnell verarbeitet werden. Wir merken uns nur 41% davon, also knapp die Hälfte. Aber wenn wir uns anschauen, wie viel wir hören, nämlich nur 11% von dem Gehörten nehmen wir wahr, das ist nicht viel, und wir merken uns nur 2%. Dann können Sie sich vorstellen, wie wichtig die Visualisierung gerade in diesem Thema, in diesem Themenbereich geworden ist. Man sagt auch, und die Geschwindigkeit ist ausschlaggebend, dass man 60.000 Mal schneller Visualisierungsinhalte erfasst als zum Beispiel Texte. Das ist ganz wichtig, kommt auch aus der Werbung, wo man das getestet hat. Wenn man beispielsweise Anzeigen ansieht, dann hat der Kopf oder der menschliche Kopf nur 2 Sekunden, gönnt sich der menschliche Kopf nur 2 Sekunden der Zeit, um das Gesehene aufzunehmen. Und darum ist es unbedingt
bedeutend, Dinge so gut wie möglich zu visualisieren. Welche Zielgruppen haben wir, sprechen wir an mit der Visualisierung? Also im Prinzip alle, ja, jeder spricht darauf an, aber ganz besonders wichtig ist die Zielgruppe der Gen Z, Generation Z, die Millennials oder die normal Digital Natives. Das sind Gruppen, also die Millennials sind alle die ab, ich glaube, 1980 geboren sind. Also ganz so jung sind wir nicht mehr, aber sind auf alle Fälle die Digital Natives. Und die Generation Z ist die Gruppe, die kurz vor der Jahrtausendwende geboren wurde. Das heißt, das sind im Prinzip die Zielgruppen, die heute Häuser kaufen, die heute Wohnungen kaufen, die Wohnungen mieten und die ganz besonders auf Visualisierung ansprechen. Wofür wird es verwendet? Was ist der Themenkreis? Es sind natürlich Luxusimmobilien. Ich glaube, man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass Luxusimmobilien ohne Visualisierung vermarktet wird. Das gehört irgendwie zum Status dazu, beziehungsweise symbolisiert das ja auch eine höherwertige Immobilie. Bei Ferienwohnungen wäre es ziemlich interessant, ist aber noch nicht so weit fortgeschritten. Bei Bestandsimmobilien auf alle Fälle, wir schauen uns dann an, inwiefern. Und natürlich in der Neubau- und Projektentwicklung. Und bei Gewerbeimmobilien ist es so, dass wechselnde Anwendungen für oder in der Immobilie selbstverständlich mit der Visualisierung besser dargestellt werden können. Und da gibt es das Stichwort Digital Twin und das schauen wir uns auch dann noch an. Und Metaverse. Ein erster Kurzsatz zu Metaverse. Was ist der totale digitale Raum? Es gibt verschiedene Stages im Bereich der Visualisierung. Also wir haben uns hingesetzt und mal all das analysiert, was so auf einen einprasselt in der Immobilienvermarktung. Und am klassischsten ist einfach das, was man immer schon gehabt hat, nämlich ein Grundriss, den man ausmisst oder ein Grundriss, der auf zu Papier gebracht wird. Also zweidimensional ganz normale Fotos, die man macht. Natürlich ist die Fotoqualität enorm wichtig, das weiß jeder, der Immobilien vermarktet. Wenn das Foto nichtssagend ist oder einfach nicht ansprechend, dann tut man sich unfassbar schwer, die Immobilien zu vermarkten. Es gab natürlich eine Zeit, wo es fast egal war, weil alles gekauft wurde, was am Markt war, aber es wird immer wichtiger, es wird immer interessanter eigentlich. Dann sind es auch Videos. Auch Videos sind klassisch. Wenn ich mit meinem Handy durch eine Wohnung laufe und das aufnehme, dann hat das nicht wahnsinnig viel mit innovativer Visualisierung zu tun. Es ist einfach ein klassisches Aufnehmen. Also in dem Sinn ist jetzt nicht viel Kreativität dabei. Oder es gibt die 360-Grad-Kameras, wie zum Beispiel ein Giraffe oder Matterboard, glaube ich, auch. Ja. Das stelle ich in den Raum. Und dann kann ich das alles aufnehmen. Also virtuell ist da noch nichts dabei, es ist einfach real. Und natürlich auch die Drohnenaufnahmen. Vielleicht kann man das Drohnenvideo kurz spielen. Drohnenaufnahmen, glaube ich, kennt jeder mittlerweile. Das ist etwas, was uns von der Firma Fairfleet zur Verfügung gestellt wurde. Das ist ein Wohnviertel in Garching. Was interessant ist natürlich, dass man die Umgebung bei Drohnenaufnahmen von oben sieht, aber auch von rundum. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, verschiedene Highlights in dieser Umgebung zu bookmarken, sage ich jetzt einmal so. Also wo ist die Bushaltestelle, wo ist zum Beispiel die Autobahnauffahrt, etc. Danke. Dann der nächste Punkt ist, oder die nächste Stage in dem Sinn ist Augmented Reality Phase. Augmented ist Englisch natürlich und heißt so viel wie erweitert und es bedeutet, dass es irgendeinen virtuellen Zusatz gibt, also irgendetwas, was in diesem realen Bild hinzugegeben wurde, beispielsweise Zusatzinformationen, computergeneriert oder das virtuelle Decluttering. Was heißt Decluttering? Das klingt total sophisticated. Es heißt so viel wie, es werden Dinge aus dem Bild herausgenommen. Also man stellt sich vor, als Immobilienmakler versucht man also eine Wohnung aufzunehmen, Fotos zu machen
und denkt sich dann, mein Gott, warum haben die jetzt nicht diesen Mistkübel weggeworfen, weggeräumt oder das Geschirr durchstört in der Küche. Es ist unaufgeräumt, die Fotos kommen nicht so rüber und man kann nicht viel machen. Doch, kann man das Virtual Cluttering, die Cluttering anwenden und dann kann man diese Dinge, die so furchtbar stören, im Foto wieder herausnehmen. Oder Virtual Staging. Also jeder kennt das normale Staging, das Real Staging, wo man also Möbelstücke bzw. Teile davon in eine Wohnung bringt und dann versucht, ein Raumgefühl herzustellen. Es ist insofern wichtig, das reale Staging, weil viele Menschen sich das nicht vorstellen können, wie ein Raum aussieht oder wie er wirkt. Und deswegen ist ein reales Staging sehr hilfreich, wenn man unmittelbar Leute in diese Umgebung bringen möchte oder in die Wohnung oder in das Haus etc. Ähnlich ist es beim Virtual Staging, allerdings handelt es sich da um meistens Bauobjekte bzw. Wohnungen, die renoviert werden, Bestandsobjekte, die noch nicht so ausschauen, wie sie später dann ausschauen sollen. Auf dem Foto sieht man es ganz gut, vielleicht wenn Sie den Link in der Präsentation dann zu Hause selber anklicken, das funktioniert jetzt hier nicht wunderbar. Da sehen Sie auf der Webseite des Anbieters, wie man das hin und her schieben kann. Also zuerst die Baustelle und dann, wie das virtuell ein schöner Raum wird. Es gibt unter den Anbietern verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise man kann einen Landhausstil wählen, man kann den skandinavischen Stil wählen, man kann mediterran, alles Mögliche, um dann zu zeigen, wie denn diese Wohnung beispielsweise aussehen wird. Ich persönlich habe das schon sehr oft angewandt bei allen Sanierungsobjekten und man kann auch wesentlich schneller in die Sanierung in die Vermarktung gehen. Weil wenn man sich vorstellt, das dauert ja ungefähr 4 bis 6 Wochen, je nachdem, wie lange es dauert, eine Wohnung zu renovieren und dann ist die Vermarktungszeit natürlich eine wesentlich kürzere, wenn man schon zeigen kann, wie es ausschauen wird. In der dritten Stufe geht es eigentlich um die Immobilienvisualisierung im 100% virtuellen Bereich. Das heißt, man beginnt einmal mit dem virtuellen Grundriss. Der Grundriss wird von der 2D-Variante genommen. Man kann Möbelstücke hineinstellen, man kann die Perspektive ändern, je nachdem. Das ist meistens der Ausgangspunkt, wenn man sagt, man arbeitet 100% virtuell. Eignet sich auch besonders für Bestandsobjekte, die im Bau sind, beziehungsweise für Immobilienprojekte, die noch nicht am Markt sind. Also all das, was noch nicht real vorhanden ist. Dann wird diese virtuelle Begehung, unter Anführungszeichen, sehr oft angewandt im Innenbereich, beziehungsweise auch im Außenbereich. Im Innenbereich, wie gesagt, ist die Anwendung wesentlich häufiger derzeit noch als im Außenbereich. Da geht es nämlich auch eindeutig um Objekte, die noch nicht am Markt sind. Was interessant ist, was ich vorhin noch nicht gesagt habe, bei den Drohnenaufnahmen kann man so eine Art Mischung nehmen. Das ist dann Mischung zwischen virtuell und augmented, wie auch immer, fast schon Metaverse-artig, wenn man die reale Umgebung mit der Drohne aufnimmt und dann den virtuellen Bau hineinsetzt. Dann kann man sich sehr gut vorstellen, wie dann so ein Bau in der Landschaft wirkt, beziehungsweise was man sieht, wenn man aus dem Fenster sieht und so weiter. Wir hören dann von dir, wie sich das Ganze anfühlt, wenn man eine 3D-Begehung macht, beziehungsweise wenn man durch die Räume wandert. Und eine Sonderform vielleicht noch ganz kurz ist die Visualisierung mit der VR-Brille. Das heißt, man befindet sich in einem virtuellen Raum und hat eine VR-Brille auf und das ist natürlich dann, wie soll ich sagen, absolut basic. Allerdings wird das jetzt von den Käufern noch nicht so besonders gut angenommen. Also die Firma Hegeas, das ist eine Unternehmung, die wir dann später vorstellen, hat beispielsweise gemeint, sie verwenden das sehr oft im Verkauf, aber hauptsächlich für Bauträger. Gut, jetzt sind wir schon beim Metaverse. Das ist im Prinzip die derzeit, würde ich jetzt mal sagen, letzte Stufe in diesem Prozess. Es geht um ein fiktives Universum, es geht um einen digitalen Raum
Und oft hat man schon gehört, es geht um Avatare. Im aktuellen PopTech-Guide, den Sie sich ja gerne durchlesen können oder anschauen können, ist es so, dass der Leiter der Innovation Services von Dres und Sommer, der Herr Michael Echtler, uns ein Interview gegeben hat. Und das ist natürlich immer sehr spannend, weil die Firma Dres und Sommer ja dafür bekannt ist, dass sie sehr innovativ ist und immer am Zahn der Zeit. Und ja, wir haben gefragt, wie das Thema Metaverse denn in Ihrer Firma aufgenommen wird, ob es da schon irgendwelche Ansätze gibt. Und die Antwort war, na klar, die Firma Dres und Sommer macht jedes Jahr eine Art Brainstorming, um die Roadmap dann zu definieren. Und Metaverse ist jetzt schon in wiederholter Folge immer nach vorne gereiht worden, weil das Thema, also obwohl noch in den Kinderschuhen, ziemlich berührt und dann mit der Zeit, je schneller wir in der Entwicklung sind, ziemlich an Fahrt aufnehmen kann. Es wird also immer dominanter. Die Frage ist, wo wird das angewandt? Das wird beispielsweise in der Städteplanung angewandt, im Gebäude, in der Gebäudekomplexplanung, aber auch beim Bauen generell. Und sehr oft geht es einfach um einen digitalen Zwilling eines realen Unternehmens, das im Metaverse dargestellt wird. Was ist die Zukunft? Die Zukunft ist definitiv, und das war ganz interessant bei diesem Interview zu hören, dass man sich vorstellen muss, dass Meetings in Zukunft ohne weiteres in diesem dreidimensionalen Raum stattfinden können. Das heißt, stellen wir uns vor, man hat eine VR-Brille auf, wir haben eine Telefonkonferenz, das kann sich jeder vorstellen, aber wir schauen uns nicht so an, wie man das kennt von der Telefonkonferenz, sondern Sie können rund um mich herumlaufen. Sie sehen mich von hinten, Sie sehen mich von vorne, wir können gemeinsam Produkte anschauen, wir können gemeinsam diskutieren und hologrammartige beispielsweise Produktpräsentationen sind dann gang und gäbe. Das klingt total futuristisch, man ist aber nicht so weit entfernt von diesem Step, sagt Dres und Sommer. Ist das, Entschuldigung, darf ich da zwischenfragen, ist das jetzt eine Metaverse-originäre Geschichte oder kann ich das nicht mit anderer Software auch machen? Im Prinzip ist es die Idee des Metaverse, also als eine Idee. Es gibt verschiedene Ansätze, was Metaverse dann ist. Manche nehmen die 3D-Visualisierung samt Brille als das ist die Idee des Metaverse. Auf der anderen Seite heißt dann, okay, es ist überhaupt die Meta-World, dass ich mein eigenes Unternehmen abbilde in einem virtuellen Raum. Und andere sagen wieder, okay, das ist praktisch wie eine Stadt, ja, beispielsweise Sandbox oder wie auch immer, und ich bewege mich durch diese Stadt, kann Land kaufen und wie auch immer. Das ist jetzt die Anwendung, die jetzt in diesem Interview rausgekommen ist, was schon relativ nahe Zukunft ist oder eigentlich schon fast Zukunft. Ja. Ja. Es ist nur so, dass im Großen und Ganzen, woran scheitert es, an den APIs, an den Schnittstellen und an den verschiedenen Entwicklungspartnern, wo jeder in eine andere Richtung geht. Und da wird es halt in nächster Zeit ein Kräftemessen geben, in dem Sinn, dass man halt herauskristallisiert, welche Art von Technologie dann letztendlich genommen wird. Was er auch sagt, und das finde ich sehr spannend, ist, was denn zukünftig auf uns zukommt, also eigentlich gibt es das auch schon, oder die Anwendung ist jetzt noch nicht so beliebt. Ja. Zukünftig wird es also so etwas geben wie Meta-Worlds, ja, auch Dres und Sommer baut an Meta-Worlds. Das sind, also ich stelle es mir so vor wie praktisch ein Intranet, ja, auf ein Metaverse, auf virtuell. Und zwar kann ich meine Geschäftspartner einladen, ich kann sie in einen virtuellen Raum setzen, ich kann Informationen mit ihnen teilen, ich kann ihnen auch sagen, gehen Sie durch diese Tür und dann befinden Sie sich bei Bosch oder einem anderen Unternehmen. Das ist ganz wichtig, dass die Schnittstellenentwicklung da vorangetrieben wird, damit das dann einen einheitlichen Standard hat. Ich habe gefragt, na, kann man im Prinzip eigentlich schon, gibt es dann nur mal digitale Makler oder gibt es das und wie wird das aussehen? Und
Die Antwort war, ja, digitale Makler gibt es bereits jetzt schon. Also nicht digitale Makler, Entschuldigung, Metaverse. Makler gibt es bereits jetzt schon. Da gibt es eine, man möge einfach nur in Google eintippen, Metaverse Landlords. Und dann findet man eine ganze Liste von Metaverse-Maklern. Und hier geht es einfach um gewisse Teile, die aus diesem Metaverse herausgeschnitzt worden sind und wo man Land kaufen kann. Also es verhält sich genauso in der virtuellen Welt wie in der realen Welt. Es gibt ein Land, das ist weil künstlich verknappt, interessant. Deswegen versucht man es zu kaufen. Wenn jetzt jemand daneben wohnt wie ein Bill Gates oder so, dann ist es doppelt interessant. Steigt der Preis, geht es in die Höhe. Man kann es sich auch einrichten, wie man will, und man kann dort wohnen, unter Anführungszeichen, beziehungsweise auch wieder verkaufen. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es sehr viele Facetten beim Metaverse gibt. Es gibt viele, eben, ja. Das eine ist zum Beispiel eine Meeting-Umgebung, eine Unternehmenspräsentationswelt, genau. Die eigentlich eben genau eine Visualisierung ist einer Datenbank letztlich oder einer Zusammenarbeitsplattform, aber auch eben dieser Investment-Aspekt, genau. den du jetzt zuletzt angesprochen hast. Aber das ist es nicht alleine, das hat es ja auch schon oft gegeben, dass man sagt, ich brauche da nichts investieren und deswegen ist Metaverse ein Blödsinn. Das ist ja eben nicht allein diese. Ich muss dort keine virtuelle Immobilie kaufen, es hat viele andere Aspekte. Es hat viele andere Aspekte, was auch interessant ist. Also, das muss man sich einmal vorstellen. Bei dem Gespräch ist auch rausgekommen, dass es ein Brainstorming gab und da sind die Asiaten dann draufgekommen, naja, man braucht da in Zukunft gar nicht mehr so große Wohnräume. Ja? Weil wenn ich diese virtuelle Brille aufsetze, kann ich theoretisch in einem Schloss, ich bin in einem Schloss. Und das klingt jetzt lächerlich, ja? Aber wenn man mit dieser Brille herumrennt, dann ist man tatsächlich in einer anderen Realität. Ja? Und der Kopf glaubt ja das, was er sieht im Prinzip. Da werden wir noch Wohnpsychologen dazu ins Studio holen, aber es ist eine Sichtweise. Es ist eine Sichtweise, ja, aber interessant. Ja, dass es gibt in der Tat schon Anwendungsbeispiele im betreuten Wohnen. In dem Bereich gibt es das schon. Das ist zum Beispiel für Pensionisten, die im betreuten Wohnen sind. Dass die sagen, ich bin körperlich so eingeschränkt und kann eben gewisse Reisen nicht mehr selbst tätigen. Deswegen wird das teilweise schon in betreuten Einrichtungen in den Alltag eingebaut, dass den Pensionisten, die sind offensichtlich sehr zugänglich für diese Medien und lassen sich gerne und bereitwillig auch diese virtuellen Brillen aufsetzen. Und dann sind es einfach Videos, 360-Grad-Videos, die aufgenommen werden und dann bin ich zum Beispiel oben am Hochkönig und kann den Ausblick genießen. Genau. Also gibt es schon. Ja. Ein befreundetes Unternehmen von uns, die da schon wirklich sehr, sehr gut im Raum Österreich unterwegs sind. Also ich glaube generell auch im Dachraum. Kann ich auch gerne die Links bei Bedarf weiterleiten. Gut. Ja, also glaube ich, gucke ich darauf zurück, wenn ich irgendwo im Bett liege und nicht mehr rauskomme. Ja, im Prinzip ist das Metaverse die Anwendung in dem Sinn. Ja, die Technologie ist die Web3-Technologie. Das ist eigentlich die Weiterentwicklung vom Internet, basierend auf Blockchain und mit starker Dezentralisierung und die Wirtschaft ist tokenisiert. Das ist der Unterschied zur realen Welt, also abgesehen davon, dass sie virtuell ist. Ja. Ich bitte um die Einschaltung des Videos. Das ist jetzt ein Beispiel einer Firma, die heißt Poptex und die bietet sogenannte Metaverse-Applikationen an. Ich sag jetzt nichts, weil die Musik nicht im Kopf hören.
sehr spannend. Ja, ich denke auch, dass es spannend ist. Es gibt schon mal einen Überblick über das, was alles machbar ist, von der virtuellen Besichtigung bis zu dem, dass ich das dort in einem virtuellen Büro kaufe und mir die Umgebung ansehe. Das ist ein ganz gelungenes Video. Ich darf jetzt den Christoph Schwabe begrüßen. Christoph Schwabe ist CEO, Founder von Kreisbild. Er zeigt uns, wie und einen Showcase, wie eine digitale Tour funktioniert. Darf ich einfach übergeben. Dankeschön. Danke, Sabina. Mein Name ist Christoph Schwabe, ich bin von Kreisbild. Unsere Firma gibt es mittlerweile seit 2019. Wir sind spezialisiert auf die Erstellung von 3D-Scans und in weiterer Folge auf die Erstellung von virtuellen Touren auf Basis dieser 3D-Scans von Bestandsobjekten. Wir hatten diese Idee, weil mein Partner Alexander Fritz ursprünglich für ein schwedisches Unternehmen gearbeitet hat, das diesen Prozess schon lange Zeit in ihren Entwicklungsprozess oder in ihren Bauentwicklungsprozess eingebaut hat. Das heißt, es wurden zum Beispiel bei den Umbauarbeiten von Shops wurden 360 Grad, also eigentlich 3D-Aufnahmen durchgeführt von diesen Shops, die dann in weiterer Folge an die Stakeholder in eine virtuelle Tour überführt wurden und dann an Stakeholder übermittelt wurden. Das heißt, Stakeholder sitzen ja unterschiedlich, sitzen auch teils in international unterschiedlichen Standorten und dadurch wurden zum Beispiel Reisekosten eingespart, der CO2-Fußabdruck verringert und so weiter. Das heißt, eine virtuelle Tour, wie wir sie hier sehen, ich werde heute drei Use Cases vorstellen. Einerseits sehen wir hier an diesem Beispiel eine Altbauwohnung, eine sanierte Altbauwohnung im ersten Wiener Gemeindebezirk. Weiters werde ich dann ein Bauprojekt vorstellen, das einerseits zu Baudokumentationszwecken aufgenommen wurde in Kooperation mit einem Architekturbüro, mit Treusch, Ziviltechnikern. Und letztlich werde ich dann noch ein Beispiel eines unserer größten Objekte vorstellen. Das ist der Red Bull Ring am Spielberg, den wir als zu Marketingzwecken gemeinsam mit der Österreich-Werbung aufgenommen haben. So, worum geht es bei den virtuellen Touren, die wir aufnehmen, beziehungsweise den 360-Grad-Touren und wie unterscheiden sie sich von 360-Grad-Aufnahmen? Der Unterschied bei uns ist, wir können jetzt zum Beispiel, ich schalte jetzt einfach mal die Tour hier in den Highlight-Modus, das heißt, wir können die Tour einfach aktivieren und können uns dann durch, sofern es der Hotspot zulässt, und können uns dann durch eine Immobilie durchbewegen. Das heißt, wir können uns umsenden. Jetzt ist das Bild leider gerade eingefroren. Das ist leider der Vorführeffekt. Aber wir haben gesehen, es bewegt, hat sich schon bewegt. Es funktioniert grundsätzlich. Gut, dann lassen Sie mich kurz schauen. Machen wir einen Reload von dieser Seite. Wir haben noch gesagt, wir machen es mit einem Hotspot, damit Sie sehen, das geht auch von der vom Datenvolumen. Und es ist jetzt gerade weg. Sie bauen das einmal in Ruhe wieder auf. Ja, einen Moment bitte, ich bin gleich wieder da. Ich glaube, wir haben schon einen Vorgeschmack einmal bekommen, dass man eben sieht, es geht für verschiedene Bestandsobjekte genauso wie, was du gesagt hast, auch natürlich aus den virtuellen Daten heraus. Es ist leider auf das interne WLAN hier gehupft. So, jetzt geht es gleich wieder. Einen Moment. Okay. Und zurück. Da ist wieder praktisch die Touch-ID, da sehen wir nichts. So. So, aber wir sehen auch, wenn es nicht klappt, klappt es dann doch. Ja, es klappt dann doch, ja. Entschuldigen Sie. So, wie gesagt, wir sehen hier die Immobilie. Das ist dieser sogenannte Dollhouse View, den man zum Beispiel auch hier direkt bei diesem Objekt sieht, wo man dann auch reinzoomen kann, sich das Objekt auch von allen anderen Seiten ansehen kann. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Es gibt eben dann zum Beispiel auch hier ein Seitenmenü, das man sich ansehen kann und kann dann auch hier weiter durchgehen durch die Immobilie und kann sich alle Räumlichkeiten ansehen. Es gibt die Möglichkeit, Infopunkte zu Beschreibungen einzubauen, zum Beispiel hier für das Schlafzimmer. Das ist vor allem für Makler vor allem interessant. Warum ist das interessant? Weil es ganz einfach auch Zeit sparen kann in der Vermarktung selbst. Und ich kann mir zum Beispiel geneigte Kundschaft vorab selektieren. Das heißt, es ist relativ einfach. Ich kann diesen Link zum Beispiel an meine
an meine Annonce auf einschlägigen Immobilienplattformen anhängen und kann diese dann meinen diversen Nutzern zur Verfügung stellen. Die können sich schon vorab ein Bild machen, können sich frei durch die Immobilie durchbewegen von Punkt zu Punkt und bekommen somit ein Gesamtgefühl für das gesamte Objekt. Wie gesagt, es gibt eben auch die Möglichkeit der einzelnen Beschreibungen, die es hier drinnen zu sehen gibt. Es gibt auch noch weiters die Möglichkeit, 360-Grad-Bilder einzubauen. Gut, es handelt sich um eine Dachterrasse. Leider ist der Blick von dieser Dachterrasse leider nicht ganz so repräsentativ. Lassen Sie mich schauen, wir haben hier noch ein anderes, wo man dann ganz am Dach ist. Also hier gibt es dann eben einen 360-Grad-View, kann auch wieder zurückhupfen. Es gibt die Möglichkeit, Videos einzubauen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel Direktverlinkungen zu Kontaktdaten des Maklerbüros erstellt. Warum ist das praktisch? Warum könnte es zum Beispiel Maklerinnen und Maklern Zeit sparen? Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Wenn ich den Link schon vorab zur Verfügung stelle, kann ich schon einen vorab einen Überblick über die Immobilie geben und kann so auch schon vielleicht selbst Zeit sparen, indem ich selber nicht mehr Besichtigungen durchführen muss bei einer potenziellen Kundschaft, die vielleicht auch gar kein wirkliches Interesse haben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich genauso bei der Kundschaft selber. So, wie gesagt, das ist eines dieser Beispiele. Schauen wir uns jetzt kurz hier noch das Gymnasium an. Das ist ein Projekt. Warum haben wir dieses Projekt durchgeführt? Das hat hauptsächlich zu Baudokumentationszwecken wurde dieses Projekt initiiert, es wurde von unserer Seite initiiert. Das heißt, wir sind an das Gymnasium herangetreten und haben gesagt, naja, wir sehen es als sinnvoll, wenn Sie zum Beispiel, beziehungsweise wenn das Architekturbüro eine Baudokumentation durchführt. Das heißt, es ist ein komplett neu entstandenes Projekt, durchgeführt eben durch die BIK. Wir haben unterschiedliche Phasen von diesem Bau dokumentiert nach der jeweiligen Fertigstellung. Das heißt, es gibt mehrere Fertigstellungsphasen. Zum Beispiel einen Rohbau, dann eben diese erste Fertigstellungsphase, dann gibt es einen weiteren Zubau, den werden wir demnächst scannen. Das heißt, um das Gesamtprojekt dann als Gesamtes dokumentiert zu haben, nicht nur für Marketingzwecke, vielleicht für das Architekturbüro selbst, sondern vielleicht auch zur Dokumentation für die BIK zum Beispiel, aber auch vielleicht zu Facility-Management-Zwecken. Das ist ein wesentlicher Standteil, ein wesentliches Element des Ganzen und natürlich kann es die Schule auch selbst nutzen für ein Projekt, das wir zum Beispiel auch von uns initiiert haben, den virtuellen Tag der offenen Tür. Dieses Projekt ist entstanden durch Corona, weil wir gesagt haben, naja, ich habe es nicht ganz uneigennützig gemacht, mein Sohn war gerade an dem Sprung daran, in ein Gymnasium aufzusteigen und dann habe ich gesagt, naja, das wäre doch sinnvoll, wenn er sich auch selbst in Corona-Zeiten ein Gymnasium ansehen könnte. Wenn er sich ein Bild machen kann. Von den Räumlichkeiten. Ich glaube, das ist genauso der gleiche Punkt, der es auch spannend macht für die Immobilienbranche. Letztlich ist es immer wichtig zu sehen, was ist möglich, was kann ich besichtigen. Wir haben hier wirklich ein sehr, sehr großes Feature-Set von dem, was man sich ansehen kann. Um das komplette Feature-Set mal darzustellen, sehen wir uns mal kurz hier den Red Bull Ring am Spielberg an. Das ist mit Abstand eines der größten Projekte, das wir scannen durften. Wir haben hier eine Gesamtfläche von über 5000 Quadratmetern, alles in allem war es nicht ganz eine Woche. Ich muss dazu auch betonen, das ist vielleicht ein wesentlicher Faktor, auch gerade in der Immobilienbranche. Unsere 3D-Scans werden wirklich sehr, sehr schnell umgesetzt. Das heißt, wenn wir scannen gehen, dann können wir eine Immobilie mit bis zu 2500 Quadratmetern in einem Tag scannen und einen Link zur Verfügung stellen, damit der auch weitergeleitet werden kann an geneigte Nutzerinnen und Nutzer. Das heißt, unsere Turnaround-Zeit ist wirklich sehr, sehr schnell. Wenn es zum Beispiel wie hier unterschiedliche Customization-Möglichkeiten geben soll, also dass wir zum Beispiel hier, ich hupfe jetzt mal kurz rein in die Tour, dass ich dann zum Beispiel hier auch das Logo einbauen möchte. Es gibt hier auf der Seite ein Seitenmenü, das wir noch kurz öffnen. Und es gibt auch die Möglichkeit, hier einzelne Infopunkte einzusetzen. Was können wir da machen? Wir können zum Beispiel direkt in eigene Bereiche springen. Also hier zum Beispiel sind wir in dem Bereich, in dem Red Bull Wing. Dieses Projekt
haben wir über ein paar Monate umgesetzt, weil wir ein paar Mal weil auch umgebaut wurde, weil wir dann neue Scans aufgenommen haben. Aber auch das hat uns nicht daran gehindert, diese Scans dann in weiterer Folge wieder zusammenzuführen. Das heißt, ich kann mir grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Bild von solchen Objekten machen. Und das Feature Set sieht zum Beispiel auch vor, wie gesagt, jedes unserer Objekte hat die Möglichkeit, hier in unterschiedliche Ebenen anzuzeigen. Ich habe die Möglichkeit, mir das Objekt als Ganzes anzusehen und es lässt sich zum Beispiel auch mit Drohnenaufnahmen verbinden. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch die Außenaufnahmen kann ich ebenfalls mit verbinden mit den Innenaufnahmen, wenn es ein Bedürfnis ist. Auch Außenaufnahmen, ich habe es vorhin kurz angesprochen, da können wir dann mal kurz hier vor das Welcome Center springen, sind ebenfalls kein Problem, kann man sich auch einen Überblick darüber machen. Und wie gesagt, das letztlich, Frau Belofa, Sabine, du hast es vorhin noch angesprochen, Virtual Staging, auch das ist bei unseren Modellen zum Beispiel ein Thema und ist auch durchaus möglich. Das heißt, es ließen sich zum Beispiel auch in unsere Touren, ließen sich virtuelle Gegenstände, Möbel, Lampen und so weiter einfügen. Oder zum Beispiel, in diesem Fall war es interessant, zum Beispiel unterschiedliche Bestuhlungspläne ist auch ein Thema. Also gerade bei Event-Locations ist es immer ein heißes Thema gewesen. So, wie gesagt, unsere Umsetzungszeiträume sind wirklich sehr, sehr schnell. Wir haben ein relativ starkes Team und freuen uns auch, diese virtuelle Technologie nutzen zu können. Gut, vielen Dank. Gerne. Wir haben jetzt einen Kurzurlaub gemacht in eine Wohnung, in eine Schule und zum Red Bull Ring. Bitte, Sabine. Ja, sehr spannend, herzlichen Dank. Da sieht man auch, wie unterschiedlich die Anwendungsgebiete sind von die Zielgruppen, also vom Makler angefangen bis zum Facility Management, kann man bis zum Projektbau, ist alles drinnen im Prinzip. Sehr spannend, ja. Beim Webinar gehen wir auch immer durch verschiedene Anbieter, die sich am österreichischen Markt befinden, beziehungsweise knapp rundherum sind, also die auch für den österreichischen Markt interessant sind. Die volle Version finden Sie im White Paper und hier geht es jetzt einmal ganz schnell durch die Firmen, die bei uns am österreichischen Markt sehr oft mit den Themen zu tun haben, die wir vorstellen. Die erste Firma, die ich gerne nennen möchte, ist die Firma PicMyPlace. PicMyPlace ist seit 2016 am Markt. Also das ist schon interessant für PopTech-Unternehmen, wie lange sie am Markt sind, weil man ja auch nach so einer langen Zeit eine gewisse Reife erkennen kann. Also wird auch nicht so schnell wahrscheinlich wieder vom Markt verschwinden. Das Management hat sich erweitert vor kurzem und hat eine Agentur noch dazu genommen, besteht jetzt aus zwei Personen, dem Nikolai Krinner und dem Nikolaus Oberlik. Sie richten sich, bieten Makler-Tools und Tools für Marketing und Sales und sagen selbst, dass sie hochwertige Bilder im Bereich der Bestands- und Projektvisualisierung bieten. Das ist praktisch ihr USP. Natürlich gibt es Zusatzprodukte wie Drohnenflüge und virtuelle Touren und etc. Was man aber, also das Feedback vom Markt dennoch ist, dass die Bilder sehr hochwertig sind, die sie liefern und auch sie sind auch sehr schnell in der Realisierung. Bei der nächsten Firma, da haben wir jetzt schon, die heißt PropTex, haben wir ja schon das kleine Video gesehen. Das ist eigentlich der Herr Florian, Magister Florian Huber hat in Österreich Bezug, ist der Co-Founder, ist am österreichischen Markt tätig, hat aber ein internationales Netzwerk im Background. Sie sind sehr jung, erst 2021 gegründet, aber was mir gefällt an der Firma ist, dass sie ihr Spektrum an Dienstleistungen sehr gut visualisieren und das gehört auch dazu. Man muss auch verkaufen können, sich selbst darstellen können und wir haben einige Beispiele genommen in der Präsentation, weil sie wirklich gut dargestellt sind. Und nach der Eigendefinition bieten sie auch einen Fokus auf das Thema Metaverse, Metaverse Spaces. Und sie können auch praktisch Web 3 Brand Island Experiences bieten. Firma Nummer 3 ist die Firma Hegias. Hegias ist in Deutschland tätig, in der Schweiz tätig. Sie sind 2017 gegründet worden, da fehlt ein Siemer, sehe ich gerade.
Der CEO Patrick Marty hat ein Team von 20 Leuten mittlerweile um sich versammelt und sie bieten Cloud-basierte Browserlösungen an. Das heißt, Immobilien können also zu jedem Zeitpunkt virtuell begangen werden, egal auf welchem Zeitpunkt, wo man sich befindet. Und es können auch unsere ortsunabhängige Besprechungen dort stattfinden. Sie arbeiten viel mit der VR-Brille. Das Thema, ob es angenommen wird bei Maklern, wurde mit Jein beantwortet. Die Makler sehen jetzt noch nicht wirklich den Sinn dahinter, aber definitiv im Projektentwicklungsbereich. Und es ist schon sehr spannend, wenn man mit der VR-Brille im virtuellen Raum steht, sich beispielsweise eine Halle oder eine Fabrik anschaut und die dann praktisch furbished, das ist auf Deutsch, ausgestattet wird mit Möbeln und allem drum und dran. Und man kann von Ort zu Ort sich selbst teleportieren. Eine weitere Firma, die nun auch am österreichischen Markt ist, eine Schweizer Firma, ist die Firma Backbomb. Hier ist der Ansprechpartner in Österreich der Mustafa Matthew Sari. Sie sind ganz jung am österreichischen Markt, bieten auch ein Spektrum für Makler, Tools, Marketing, Sales, Asset Management mit Cloud-Technologie, Drohnen und AR und VR. Sie sagen, dass man auf ihrer Webseite bzw. in ihrem Dienstportfolio alles Bildmaterial relativ bequem und praktisch bestellen kann und dort auch storen kann. Wir haben nur noch kurz Steckbriefe, die genauso im Webinar, im White Paper zu finden sind. Interessant ist beispielsweise die Firma Threemotion. Threemotion hat als einzige Firma jetzt in Österreich Grundrisse und die Visualisierung bereits in das Just Immo Tool einbauen lassen oder eingebaut. Das ist recht praktisch, jeder von uns kennt Just Immo. Man kann jetzt dort auch Grundrisse bestellen und kriegt die auch dann downgeloadet. Die Firma, die auf den österreichischen Markt kommt, in Kürze, das ist die Firma Bionity. Die bietet auch in diesem Spektrum Visualisierung und Metaverse weniger, aber es ist so eine Art Mischung zwischen Metaverse und Visualisierung, Dienstleistungen an. Sie sind ganz stolz auf das Prinzip der Echtzeittechnologie. Es sind drei Tools, mit denen sie arbeiten. Das eine ist der Navigator. Der Navigator ist praktisch das Herzstück ihrer Anwendung, ihres Ökosystems, wie sie es nennen. Und man kann beispielsweise in der Immobilie, wenn man sich in der Immobilie befindet, auch den Sonnenstandssimulator einschalten. Also wie schaut es aus, wenn die Sonne scheint, wie schaut es aus, wenn es dunkel ist. Das habe ich recht innovativ gefunden. Deswegen sind sie hier in der Aufstellung drinnen. Sie bieten auch den Konfigurator an, das heißt gemeinsam mit einem Makler oder ohne Makler steht man in der Immobilie und sagt, okay, beim Neubau beispielsweise, Projektbau, ich hätte gern einen grünen Teppich oder ich hätte gern einen Holzboden und es gibt ein verschiedenes Repertoire, aus dem man auswählen kann. Die Firma Mivisio ist auch am österreichischen Markt tätig, aber sehr viel im Dachraum. Das sind ist eine Firma aus dem westösterreichischen Raum, haben sehr gute Anwendungen und muss man unbedingt auch kennen. Und dann gibt es noch zwei Firmen, die ich nennen möchte. Zur rechten Hand ist die Lucid Visions, das ist ganz ein junges Unternehmen, 2021 gegründet, das ist eine sympathische 3D-Agentur aus München, bietet das gesamte Portfolio von VR-Rundgängen bis Drohnenfotografie an und sind ganz junge, sympathische Leute, die auch preislich entgegenkommen können. Und dann haben wir die Firma Fairfleet. Wir haben vorhin schon gesehen, das erste Drohnenvideo kam also von der Firma Fairfleet. Die haben insofern ein riesengroßes Spektrum an Anwendungen von eben normaler Visualisierung für den Immobilienbereich bis zu Photovoltaik-Inspektionen, Vermessung, Gebäude, Technik, Gewerbe, Immobilien etc. Das ist ganz gut. Das ist meiner Meinung nach das umfangreichste Angebot am Markt derzeit in Bezug auf Drohnen. Sie bieten einen One-Stop-Shop. Das heißt, man hat die Beratung dort, man kann buchen. Die Flugfreigabe wird auch von Ihnen organisiert. Das Ganze wird aufgenommen, veredelt, kommt dann praktisch in eine Art Hosting-Area bzw. File-Sharing. Das ist Ihr Konzept. Ja,
Und damit wären wir am Ende unseres heutigen PropTech-Guides. Und ich hoffe, es hat Guides einmal der Präsentation. Herzlichen Dank. Es ist, glaube ich, sehr, sehr spannend zu vergleichen. Man sieht vielleicht immer ein paar Logos oder Beschreibungen. Und wenn man das ein bisschen genauer vergleicht, wer kann eigentlich was besonders gut oder wo gibt es Schnittstellen oder zur Maklersoftware. Ich glaube, OnOffice hat auch irgendwas integriert, wo ich dann wirklich das in Auftrag geben kann, den virtuellen Rundgang. Das ist dann ein direkter Nutzen auch für den Makler. Und eben, dass man sieht, was sind die Unterschiede wirklich bei den einzelnen Unternehmen. Wir kommen zu den Fragen. Publikumsfragen, die erste lautet, wie lange dauert es, eine Wohnung 100 Quadratmeter zu scannen und was sind die Kosten? Ganz konkret. Das ist sehr konkret. Grundsätzlich eine Wohnung 100 Quadratmeter zu scannen, das kommt auf die Komplexität der Wohnung an, aber grundsätzlich sage ich, 100 Quadratmeter scannen wir in einer Stunde. Bis zu einer Stunde. Mhm. Die Kosten bei 100 Quadratmetern, wir gehen aktuell von Quadratmeterpreisen aus. Bei dem kleinsten Paket in diesem Fall orientieren wir uns aktuell bei 3,50 Euro pro Quadratmeter. Letztlich kann ich aber auch sagen, je nachdem, welche möglichen Zusatzaufträge entstehen könnten, sind wir natürlich auch immer wieder zu anderen Möglichkeiten bereit. Kommen Sie preislich auch entgegen, natürlich, die genannte Firma? Natürlich, selbstverständlich. Gut, müssen die Objekte schon fertiggestellt sein, bevor sie visualisiert werden können? Grundsätzlich schadet es nicht. Das heißt, Frau Belloff hat das vorhin angewähnt, es gibt eben auch dieses Virtual Decluttering. Es gibt Möglichkeiten von unserer Seite, dass wir das bei Bestandsobjekten ebenfalls machen können. Allerdings ist das Feature-Set hier ein bisschen eingeschränkt. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo eine Leiter rumsteht, dann ist es schwieriger, diese Leiter zum Beispiel auszublenden. Zum Beispiel Wände einzufärben ist durchaus schon möglich. Im Idealfall, sage ich mal, wenn es für die Vermarktung der Immobilie sein sollte, ist es natürlich von Vorteil, wenn die Immobilie fertiggestellt ist. Ansonsten, wenn es für Baudokumentationszwecke ist, kann das jederzeit durchgeführt werden. Oder man geht eben in einen anderen Bereich, wie wir vorher gesehen haben. Natürlich lässt sich es virtuell schon erstellen, aber dann ist es eben nur virtuell und nicht mit einer Begehung, nicht mit einem Scan virtuell hergestellt. Wie viele Firmen in Österreich bieten diese Services in etwa an? Wer kann das beantworten? Naja, also wir haben jetzt den PropTech-Guide deswegen gemacht, um zu zeigen, welche Firmen gewisse Marktrelevanz haben. Ja. Und ich denke, dass man da ziemlich einen guten Überblick gibt. Natürlich gibt es ganz viele, die sagen, sie bieten das auch an. Ja. Aber es ist wahrscheinlich besser, man fokussiert sich auf etwas und kann das dann tatsächlich, und das ist ja Sinn und Zweck des PropTech-Guides, diese Firmen vorzustellen, die da wirklich Expertise bewiesen haben. Wie viel werden das in etwa? Oder sind das die dann in dem Guide drinnen sind? Oder die sind im Guide drinnen. Etwa? Daumen mal Pi. Ja, es hängt immer davon ab, ob jemand sagt, er macht das auch. Ja. Also die empfehlen sehr. Also wenn ich aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen darf. Also was ist der Mitbewerb? Sagen wir so. Es ist der Mitbewerb, also es ist der befreundete Mitbewerb. Also grundsätzlich, wir sind immer bemüht, dass wir auch einen Kontakt zu möglichen Mitbewerbern pflegen, um uns auch gegenseitig zu unterstützen, weil letztlich kochen wir alle mit Wasser. Es geht darum, dass man für sich den USP findet im Vergleich zu anderen. Wir sind zum Beispiel aktuell darauf spezialisiert oder waren es bis vor kurzem hauptsächlich sehr, sehr große Immobilien zu scannen. Also hauptsächlich sehr große Locations zu scannen und das auch wirklich sehr schnell und das Projekt als Ganzes schön umzusetzen, damit unsere Kunden zufrieden sind. Ich habe noch immer keine Zahl. Wie viel sind es? Wie gesagt, das geht, das mal kommt, mal geht's. In unserem Bereich für 3D-Scans ist es vielleicht, ich kann es ja an einer Hand abzählen. Also im Österreich-Bereich finde ich sind es jetzt noch gar nicht so viele. Aber ich in dem speziellen Bereich. In diesem speziellen Bereich. Hat man schon auch einen Überblick, dass es nicht allzu groß ist? Ja, nein, es ist nicht allzu groß. Ja. Wir haben auch eine Datenbank, da müsst ihr jetzt einfach diese Codes eingeben. Ja, dann kann ich es genau sagen. Wir haben sie alle erfasst im Prinzip. Ja. Aber ich möchte jetzt. Da habt ihr sicher mehr Daten als wir, also da wisst ihr wahrscheinlich mehr. Gut. Ja. Bleiben die Rundgänge auf Ihren Servern oder kann man das auch in die eigene Webpage integrieren? Gut, dann darf ich das wieder vielleicht beantworten. Die Rundgänge selbst, die können in erster Instanz von einem speziellen Server gehostet werden. Das ist ein cloud-basierter Service. Warum hat das seine Vorteile? Weil sämtliche Touren, die von uns erstellt werden, eigentlich so ziemlich auf allen Endgeräten, das heißt eben zum Beispiel hier auf einem Tablet, auf einem Handy, auf einem Notebook, aber sogar auch auf eingebauten Browsern im Fernsehen dargestellt werden können. Das heißt, ich bin somit
nicht unbedingt immer an einen Server gebunden, dann eine mögliche VPN-Verbindung. Die Websites direkt auf die Website zu integrieren, ist erstaunlich einfach. Dafür genügt es zum Beispiel einfach einen iframe zu nehmen und also ein Code-Snippet als iframe in die Website direkt einzubauen. Die VR-Brille hat den Nachteil, dass man diese dem Kunden liefern muss oder dass diese schon vorhanden sein muss. Nicht state of the art, Fragezeichen. Naja, das ist so, dass die VR-Brille, es gibt jetzt die VR-Brille, die relativ groß ist. Ja? Also das wird sich dann im Laufe der Zeit absolut ändern. Die sind dann so klein wie normale Brillen. Ja? Das Einzige ist, man muss sich wahrscheinlich noch etwas überlegen, damit links und rechts, also dass man nicht hinausschauen kann, weil man ja absolut im virtuellen Raum sein möchte. Wie gesagt, es gibt im Projektmanagement-Bereich oder im Projektentwicklungsbereich gibt es genügend Firmen, die das mit der VR-Brille bereits machen. Also diese Objekte kosten ja viel Geld, das kann man ohne weiteres investieren. Ja. Und es gibt unterschiedliche Preise, also ganz genau weiß ich es auch nicht, aber so furchtbar teuer, wie es mal war, ist schon lange nicht mehr. Ja, aber vielleicht auch nur das Handling ist gemeint und ich glaube, man kann sagen, für Bauträger oder für Institutionelle ist das was anderes. Genau. Ebenso, ich denke, im Wohnungsverkaufsbereich ist es bei Luxuswohnungen, wenn ich mir eine Wohnung in Dubai kaufe, schickt man der vielleicht eher die Fälle, Brille und ich bin bereit, das mal anzuschauen, als vielleicht den Flug in Kauf zu nehmen. Genau. Aber das ist absolut richtig, also der Einstiegspreis von Virtual Reality Brillen werden immer nutzerfreundlicher, sage ich mal so, also für die Consumer, ob das jetzt eine Meta-Quest ist oder etwas günstiges und das Technologie schreitet, bleibt nie stehen, das ist einfach Fakt und die Brillen werden kleiner und kleiner werden und zugänglicher. Gut, meine Damen und Herren, wir sind am Ende des Webinars. Maximal eine Stunde wollen wir Sie aufhalten, wobei ich hoffe, wir geben Ihnen ein Paket an Informationen mit. In diesem Fall viel Visualisiertes. Vielen Dank fürs Kommen ins Studio, fürs Herumführen durch die Objekte und fürs Vorstellen des PropTech Guides. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, wie immer möchte ich Sie noch darauf verweisen, dass Sie auf der Webseite www.immowebinar.at alle Immo-Webinare, die bisher stattgefunden haben, noch nachschauen können im Archiv. Dort können Sie sich auch für den Newsletter anmelden und Sie werden rechtzeitig über die nächsten Immo-Webinare informiert werden. Vielen Dank fürs Mitdabeisein. Einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen.